Also vom Setup auch ähnlich. Scorpion G hatten wir auch. Lanzen sehe ich jetzt keinen in dem Fall. Aber es ist ähnlich. Auch wieder zwei Lights bei uns. Diesmal verunfallt er. Der Dumm. Nichts alles spoilern. Vielleicht verunfalle ich jetzt wirklich. Und ich habe wieder das Curry Replay, die zweite. Aber die anderen waren auch 5K Combined. Ich meine, jetzt habe ich euch so viel Spannung hier aufgebaut und dann sowas. Dann so ein Reinfall. Der Beweis, dass alles geskriptet. Ja, das war das falsche Skript. Die Paid Actors. Das war das falsche Skript. Ah, hier geht es jetzt dieses Mal ein bisschen ruhiger los. Nicht gleich in der ersten Sekunde, dass der Light Tank in mich reinkracht. Und mein Even macht einen Spot. Ich stehe ungünstig. Scorpion geht drauf. Und so habe ich mich da hochgesiegt. So. Ah, ich muss mal an die Ansicht von mir gehen. So. Ja, wie gesagt, es wird noch interessant. Aber dieses Mal ist es ein bisschen anders zumindest. Wir haben mehr Panzer auf der Flanke. Und ich habe jetzt hier den Scorpion gespottet, gehe aber nach dem Schuss direkt auf und ich habe den Pantera gespottet. Diesmal haben wir tatsächlich mehr Panzer, also auf der Flanke gar nichts, wie ihr seht. Aber es steht auch schon wieder 1 zu 3, also ich meine, es verläuft ähnlich zumindestens. Steht 1 zu 3. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich das. Der Schuss war schlecht. Ich hoffe, dass es wirklich jetzt das richtige Replay ist, aber ich glaube, ich war nicht mehr als zweimal heute auf der Map. So, der will wegfahren. Natürlich jetzt nochmal 430. Leider nicht mein Spot, wahrscheinlich der Even. Sehr interessant. Der AMX ist direkt auf mir eingeaimt, okay. Dachte ich jetzt hier erstmal weg, wenn der HWK mich da jodelt. Beziehungsweise gehe nochmal in Siege-Modus, wenn er mir dann vor die Flinte fährt. Okay, aber er kommt nicht. Er hat sich anders entschieden. 2 zu 4. Ach, dieser Siege-Modus, der ist so elendig langsam. Ja. So, jetzt nochmal anzuhalten. Das Game 3 zu 4, relativ ausgeglichen dieses Mal. Aber jetzt ist schon der erste im Cap. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, da jetzt zu cappen oder ob er nur durchfährt. Also bei so einem Spielstand überhaupt zu cappen, ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Werdet ihr aber auch gleich sehen. Ich habe ja schon gerade was gespoilert mit dem Cap. Gut, er steht da im Cap. Kann leider nicht schießen, weil die Suda direkt davor steht. Ja, und aber der Scorpion konnte einen Schuss machen auf ihn. Und das sind auch die zwei Mitspieler, die überhaupt das Game mit mir dann auch gewinnen, größtenteils. Die zwei hier, ne? Der Scorpion und die Suda, das sind beides deutsche Spieler gewesen. Die haben den Damage mitgemacht und auch den Base-Defense. Es ist ein zweiter Tank kurzzeitig durch den Cap gefahren. Das ist eine ganz wilde Runde, aber es ist wieder ausgeglichen. 4 zu 4. Im Moment steht jetzt die IS-3, glaube ich, im Cap. IS-3A. Jetzt kommt der Doppelrohrpanzer, da dachte ich jetzt auch, den will ich mir nicht fangen, aber ich gebe ihm noch eine. Jetzt sind es schon zwei Panzer im Cap. Und ich denke mir, scheiße, also ich meine, ich bin zwar nah dran am Cap, aber ich muss ja irgendwie mal dahin fahren jetzt. Drei. Jetzt haben wir drei Tanks im Cap. Nur mal die Situation nochmal. Es geht jetzt relativ fix. Mein Team hat die komplette Flanke gewonnen. Gegnerteam hat die Flanke mehr oder weniger gewonnen. Da waren ja nicht viel von uns. Einer, der andere ist abgesoffen. Ja, und es stehen drei jetzt auf dem Cap. Sind noch 18 Sekunden. Aber wir haben immerhin... Der Scorpion hat jetzt nochmal den T-44 rausgenommen, was sogar mein Spot war. Der passt gut auf, der Scorpion. Gott sei Dank. Und wir haben... drei Leute jetzt auf dem Cap und es sind noch 5 Sekunden. Die Su wehrt hier den Doppelrohrpanzer ab, den 703. Und der Einzige, der jetzt da decapped, ist tatsächlich der 122 TM. Der hat aber seinen Schuss gerade verkackt und der hat ungefähr 13 bis 14 Sekunden Reload. Das heißt, der wird in 5 Sekunden nicht mehr den Decap bringen. Und ich auch nicht, weil ich erstmal in den Siege-Modus gehen muss. Das heißt, ich denke, jetzt ist es verloren. Der Doppelrohrpanzer hat seinen Schuss gemacht. Auf die Su, hat auch beide Schüsse, glaube ich, angebracht. Und es sind noch 2 Sekunden. Eine Sekunde. Ja. Game müsste eigentlich jetzt zu Ende sein. Ich glaube, der Scorpion macht jetzt den Decap. Ja. Scorpion, der wirklich gut, muss man sagen, bisher gespielt hat, hat den Decap gemacht, aber es ist nur 5 Sekunden. Es ist nur auf 5 Sekunden runtergegangen. Wir stehen ja, wie gesagt, Minimum
drei Tanks, vier Tanks sind sogar, sehe ich das richtig? Emil, IS-3A, was ist das andere da? Ein Löwe und der Scout, der HWK. Es stehen vier Tanks drin. Also, und wir sind wieder runter auf 5 Sekunden. 3, 2, 1. So. Decap bei einer Sekunde auf den Löwen, seinen Turm. Gott sei Dank hat da RNG gesagt, okay, den darfst du treffen, weil da war ja das Wrack davor. Das war jetzt einfach den ersten, den ich da gesehen habe. Und ich dachte, dass der noch nicht gedecapped ist, weil der noch Full HP ist. Oder relativ viel HP hatte. Okay, habe ich gedecapped. Zack, wieder auf 9 Sekunden. Ich hatte auch immer Angst, dass der. Zack, okay, der 50-100 geht drauf. Der ist komplett reingejodelt. Ich glaube, der hat gar kein Decap hingekriegt. Auf jeden Fall ist er raus. Aber ich meine, immerhin, er hat es versucht. Und das ist eher besser als. Nicht das zu versuchen und einfach den Gegner cappen zu lassen. Okay, er hat sich geopfert. Genauso wie der 122 TM. Ist ja auch eine gute Ablenkung. In der man da reingefahren ist, konnte ich hier ganz sneaky schnell einen Schuss drüber machen. Und der Scorpion konnte auch den Decap machen. Jetzt sieht man auch der, ich glaube, der aimt auch auf mich. Ah, der Scorpion, zack, gleich wieder. Sehr gut gemacht auch vom Scorpion. Der covert mich ja da ein bisschen ab. Und hält mir dann den Rücken frei. Und es ist aber wieder nur noch 2 Sekunden. Eine Sekunde, das ist schon zum zweiten Mal, dass der Cap auf eine Sekunde runter ist. Ich krieg sogar einen Schuss vom Löwen. Und mach hier noch irgendwie mit Auto-Aim. Zack, bei einer Sekunde wieder. Zack, der zweite Decap, der super, super close war. Ja. Also zum zweiten Mal das Game gerettet, sage ich mal. Su hat nochmal gedecapped jetzt irgendeinen, aber ich glaube, der hatte nicht viele Cap-Points. Ja. Das heißt, wir sind wieder bei 6 Sekunden. Das ist wieder knapp. Und das sind ja immer noch drei im Cap. Also auf 9 Sekunden oder auf 8, okay, dann wurde das jetzt falsch angezeigt, aber zack, ich krieg den Löwenschuss ab. Gott sei Dank passiert nichts, okay. Emil jetzt mit, ich glaube sogar Standardmunition durch den Turm geschossen. Geht bei dem. Dann ist nicht so stark der Emil-Turm. Wir wieder dadurch auf 8 Sekunden runter zum x-ten Mal gedecapped. Übrigens, in der Zwischenzeit haben sich auch unser Team, hat sich nicht wirklich. Außer, wie gesagt, diese zwei Spieler, mit denen ich das und, naja, und die zwei, die noch reingefahren sind, muss man sagen. Aber die zwei TDs, mit denen ich wirklich super zusammengespielt habe, die Su und der Scorpion, die haben sich, sonst hat sich da wirklich keiner für den Decap auch interessiert. Ja? Vor allem die schnellen Panzer, vor allem die, die den Decap machen könnten, lange. Ne? Das heißt, ein EEC Even. Ja? Der EEC Even hätte schon lange da rumfahren können oder so wie der LP das jetzt macht, hoffentlich. Oder der Liz, der ist ja auch ein Medium. Ne? Wir decappen jetzt schon seit einer guten Minute und der Liz ist immer noch da hinten. Ja, also absolut fail. Inzwischen ist mein Team jetzt in die Gegnerbasis reingepusht, was halt auch, naja, okay, gut, so ein VK ist langsam, der dreht nicht wieder um. Aber es geht schon wieder, es wird schon wieder knapp. Ich baue dieses Mal ab, den Siege-Modus. Scorpion schmeißt sich komplett rein. 3 Sekunden. Irgendeiner hat jetzt gedecapped. Ich weiß nicht, wie. Der Scorpion ist reingefahren. Ich schätze mal, er hat keinen Damage gemacht. Ich schätze mal, er hat einen kritischen Schaden auf die Kette vom Löwen oder, nee, von der IS-3 wahrscheinlich gemacht. Gott sei Dank, wahrscheinlich die IS-3 hatte alle Cap Points. Der Löwe, der wurde ja ein paar Mal gedecapped. Ja, der hat jetzt keinen Damage gemacht, aber anscheinend hat er damit das Game nochmal gesaved. Der hatte auch 100 Decap Points und ich glaube, der hatte auch 100. So, das heißt, wieder gedecapped. Ja. Dieses Mal habe ich mir gedacht, okay, du musst dir jetzt was anderes ausdenken. Einer ist raus oder einer ist rausgefahren. Stimmt. Nee, aber die stehen. Der Löwe ist raus? Vielleicht. Dann stimmt, weil es war kein Decap, aber der. Wo dann, das kann sein, ja. Kann sein. Sehr, sehr aufmerksam wahrscheinlich beobachtet. Ja, weil es eigentlich der Scorpion hat geschossen. Es passiert erstmal nichts, eine Sekunde lang. Und dann geht auf einmal der Cap weg. Das heißt, da muss wirklich einer rausgefahren sein. Okay. Gut, hat sich der Gegner selbst gedecapped. Aber trotzdem stehen die ja immer noch zu zweit im Cap. Der ist ein One-Shot, der ist ein One-Shot. Der LP hat es jetzt endlich gerafft, dass man von hinten einfach mal auch mal decappen kann. Ich meine, wir haben ja ein Crossfire in alle Richtungen. Ja, jetzt ist leider der Scorpion dafür draufgegangen, für seinen Hero-Move, der zwar nicht so ganz geklappt hat. Und ich weiß, dass man hier durch die Schiene gut decappen kann. Jetzt hat der LP nochmal den Löwen gedecappt. Ich nehme den Löwen raus. So, IS-3 ist jetzt auch umgedreht, hat gemerkt, das funktioniert nicht mit dem Cappen so richtig. Zack. Immerhin, immerhin. Jetzt ist der nochmal gedecappt worden. In der Liz hat es jetzt endlich auch mal zurückgeschafft.
ist. Warum müssen wir jetzt cappen? Ich meine, es sind insgesamt noch 9 Panzer am Leben. Warum cappt man überhaupt, wenn so viele Tanks noch am Leben sind? Also wenn 10, 15, also 15 nicht, aber wenn noch am Anfang 10 waren es noch am Leben. Gut, aber jetzt stehen wir im Cap, was halt einfach auch nicht funktioniert natürlich. Und wir verlieren jetzt wieder alle Tanks. 1000 HP im Rückstand sind wir jetzt, so was die Anzeige anzeigt. Ich kann natürlich jetzt mit meinem Udes auch mich nicht zur Gegnerbasis zurückbewegen. Und zack. Cap geht immer noch weiter, der Punt. Ich weiß auch nicht, warum überhaupt da versucht wurde zu cappen. Aber gut, scheinbar, wie gesagt, in der Runde muss ja jeder cappen. Das ist das Interessante an der Runde. Ich habe auch meine Medaille inzwischen bekommen, diese 4 Decaps bringen. Auf 4 verschiedene Panzer, die im Cap stehen. Die hatte ich bisher, wie gesagt, noch nicht in 100.000 Games. Aber eigentlich müsste ich tot sein und das Game müsste durchgecapt sein, weil es war zweimal bei einer Sekunde, wo ich den Decap gemacht habe, beziehungsweise die Su oder der eine rausgefahren ist. So, ich bin alleine mit der Su. Die Su hat noch 270 HP, ich habe 100 HP. Gegnerteam hat noch 2300 HP. Insgesamt, das, was mir angezeigt wird. Und sie sind zu viert, wir sind zu zweit. Also eigentlich haben wir da auch keine Chance. Wie gesagt, die Su hat sehr, sehr gut gespielt. Am Ende der Auswertung kann man auch sehen, der hat viel Damage gemacht. Auch der Scorpion. Die haben nicht nur gedecapped, sondern sehr, sehr viel Schaden auch gemacht. Waren auch beides brauchbare Spieler. So, ich habe mir gedacht, jetzt wird das passieren. Jetzt werden sie wieder versuchen zu cappen. Und ich sehe schon, der erste ist schon da, der Brochetto. Bin direkt aufgegangen. Wenn er Glück gehabt hätte, hätte er da zwischen dem Zug durchschießen können. Und dann wäre ich jetzt tot. Hat den Schuss nicht gemacht. Ist gut für mich. Das heißt, ich kann nochmal da oben rein. Eigentlich müsste er jetzt einfach nur da reinbleiben oder irgendjemand. Aber ich weiß, dass es für mich die einzige Möglichkeit ist, den Cap im Auge zu behalten. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Einfach mal den Himmel beobachtet. Ja, muss man auch mal. Nee, ich habe versucht, und zwar habe ich versucht, den mehr aufzubocken hier. Ich habe versucht, dass diese Gun und so ein bisschen hoch, also dass ich ebener da stehe, dass ich auch unter der Schiene durchschießen kann. So, jetzt habe ich schon gesehen, okay, Scorpion kommt. Ist noch ein Busch zwischen mir und dem Scorpion. Macht mich auch direkt auf. Ah, Gott, gut, aber ist nicht schlimm. Brochetto killt die Su. Er ist ein bisschen unlucky. Die Su hat es nicht rechtzeitig in den Busch da reingeschafft. War eigentlich eine gute Idee von ihm, denke ich mal. Ja, wenn er das da reingeschafft hätte, ohne aufzugehen, dann hätte er safe nochmal einen Schuss machen können. Wie gesagt, gut gespielt von ihm, kann man nichts sagen. Passiert ist halt raus. Jetzt bin ich alleine gegen 3. Der will wieder cappen oder er will mich pushen, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall mit dem Siege-Modus, der 4 km/h vorwärts oder sowas geht. Zack, durch die Schiene. Hab ihn rausgenommen. Wahrscheinlich wollte er nicht mal cappen, sondern er wollte mich halt pushen, aber das ist halt schwierig. Und dann war ich mir jetzt hier nicht sicher, soll ich wegfahren? Okay, Stritzwagen kommt, also mein Gegenstück quasi. Ich schaff's rechtzeitig aus dem Siege-Modus raus, bis er in den Siege-Modus reinkommt, weil er einfach die schlechtere Reaktionszeit gehabt hat. Hier dachte ich aber, jetzt ist es wirklich lost, weil die sind zu zweit. Ja, und der Typ, der hat immer noch genügend HP. Da hatte ich einen Disconnect, fragt nicht. Also da hatte ich wirklich einen Leck. Das war nicht Absicht, da hochzufahren. Hier hätte ich sterben können von dem S1. Also da habt es wirklich geleckt. Ich wollte nicht da hochfahren, die Wand. Aber egal, ich habe es überlegt, vielleicht hatte der auch gerade einen Leck und dadurch hat er mich nicht gekillt. Aber er hat mich aufgemacht, habe ich gedacht, okay, jetzt... Okay, nee, du kannst hier nicht rumfahren, aber ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich wegkommen, weil es wird ja nicht mehr lange dauern, dann ist der AMX da. Und ich kann jetzt mir nicht erlauben, also entweder ich versuche es, riskiere es jetzt irgendwie, den zu killen. Ja, der hat 300 HP, den kille ich auf jeden Fall und ich bin aber auch One-Shot. Also ich muss ihn auf jeden Fall schneller killen, bis der AMX vom Cap-Kreis, vom Gegner-Cap-Kreis zu uns kommt. Das dauert. Ja, der ist wahrscheinlich auf dem Weg irgendwo hier unterwegs. Aber der müsste auch bald da sein. Ich muss also auf jeden Fall riskieren, den S1 zu holen, weil ich kann mir nicht erlauben, noch länger zu warten. Dann sind die zu zweit und sobald die zu zweit sind, habe ich keine Chance mehr. Also mein Gedanke war, lass dich zugehen, beziehungsweise fahr hier die Rampe hoch und mit Fullspeed-Anlauf einmal um den rumfahren und ihn dann killen. Und diesen Gedanken habe ich gehabt. Also ich fahre hier hoch, nehme Anlauf. Ich sehe, er fährt gerade vor im Siege-Modus. Nimm Fullspeed-Anlauf. Er kriegt nicht den Schuss nicht. Hier hätte ich sterben können. Immer noch sterben können. Er verkackt den Schuss. Gott sei Dank. Da hätte er mich haben müssen. Ich gehe in den Siege-Modus.
Inzwischen, das habe ich im Game gesehen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt hier aufgefallen ist, da ist ein Baum gefallen. Das habe ich, ist mir irgendwie im Auge aufgefallen. Da habe ich gesehen, dass hier ein Baum geknickt ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gesehen hat. Im Replay kann man nochmal ein Stück zurück. Das heißt, so, hat das jetzt geladen oder ist es sich gecrashed? Ne, egal, okay, die Textur lädt noch. Also ich, genau, seht ihr, der Baum steht noch. Jetzt haben wir einen Soundbug. Und ich sehe im, habe im Augenwinkel Gott sei Dank irgendwie mitgekriegt. Da seht ihr, der Baum knickt. Baum ist geknickt, das heißt, da ist der AMX gerade. Also ich bin gerade im letzten Moment Lucky weggefahren. Kill den, das habe ich gesehen. Habe ich im Kopf, dass der AMX da ist. Ne? Da ist der gerade drüber gefahren. Da wurde gepinkt. Ja, das hat anscheinend noch, die Su ist anscheinend noch am Zuschauen. Die hat auch gepinkt da in die Richtung ungefähr. Der hat wahrscheinlich auch diesen Baum fallen sehen. Und die Su, die da bisher gut mitgespielt hat, hat mir dann nochmal hingepinkt. Das habe ich selber gesehen auch. Es war zwar nicht da hinten der Baum, aber es war da der Baum. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jetzt sehe ich schon, wie er hier ankommt. Und ich denke mir, scheiße, jetzt habe ich nur noch eine Chance. Ich muss weg. Versuche irgendwie Deckung zwischen mir und ihm zu bringen. Er verkackt den Schuss. Ganz knapp. Weil ich es gerade hinter diesem Bahnwaggon hier schaffe. Er hat daneben geschossen, hat auf dem Waggon geschossen. Ich habe es geschafft, wegzukommen. Gott sei Dank. Habe ich mir gedacht, okay, einzige Chance. Du kannst es entweder drawen, der Typ hat, den musst du zweimal beschießen, den kriegst du im 1 gegen 1 nicht weg, dann kriegst du nicht gekillt, den musst du über Distanz. Ja? Ich weiß, dass ich mit 50, ich fahre übrigens im Rückwärtsgang, aber selbst da der Rückwärtsgang mit 50. Der war hier lucky, ich drehe dir meinen Namen ab. Ja, ein bisschen Luck gehört dazu, ne? So 7 Kills. Ich habe erstmal gedacht, genauso, ach so, mit dem Ping triffst du es nicht genau, ja. Aber ich denke, der Ping war wirklich, ja, der Dead Ghost haust rein, der Ping war wirklich so gedacht, weil der hat es da umgeschmissen. Man weiß ja auch nicht, aus welcher Richtung fährt er zurück oder vorwärts, also du kannst nie genau sehen. Er hat da zwar was umgeschmissen, aber okay, ist ja egal. Genau, Ping kannst du es nicht. Ich denke mir halt einfach hier an der Stelle erstmal Distanz aufbauen, weil dann kann er mich nicht mehr spotten, hat er keine Chance, mich jeweils zu spotten. Dann muss er cappen. So, jetzt habe ich den Intuitionsperk eingesetzt, habe auf Gold umgeladen. Bisher habe ich gar kein Gold genutzt. Ja. Er hätte jetzt easy einnehmen können. Ja, was meinst du, was er versucht? Was meinst du, was er jetzt sich denkt? Das war mir schon klar. Ich muss auch irgendwie den Cap im Auge behalten. Ich könnte jetzt auch easy cappen, aber ich bin mir sicher, dass er es zurück. Also, wenn er nicht selber cappt, dass er es zurück schafft. Deswegen dachte ich mir erstmal. Ich muss so spielen, dass wenn er cappt, dass ich ihn einfach decappen kann. Und aber ich möchte auch sehen, wenn er mich verfolgt, dann. So. Wenn er mich verfolgt, dann möchte ich ihn zuerst sehen. Und ich habe mir schon gedacht, also entweder ich sehe ihn jetzt hier, dann spotte ich ihn über das Wasser, da kann er mich nicht spotten. Okay, da habe ich ihn aufgemacht. Er ist mir tatsächlich ein Stück hinterhergefahren. Und jetzt wusste ich schon, sein Plan ist jetzt auf den Cap zu rollen. Gut, den Schuss verkackt, ich habe es versuchen müssen. Lass nochmal die Schere angehen. Zack, ist auch wieder auf. Leider unlucky, gerade im Reload und zack, der ging rein. Jetzt ist er auch One-Shot. Jetzt weiß er aber, wo ich bin. Ja, da hätte ich. Ja, der Reload ist zu lang. Ich hoffe, dass er hier nochmal aufgeht in der Lücke. Aber da ist er schon out of Spotting Range. Ihr seht es am Sichtweitenkreis. Er ist genau außerhalb meiner Sichtweite. Selbst wenn er da durchgefahren ist durch die Lücke, ich würde nicht mehr aufmachen. Also keine Chance. Mein nächster Gedanke war jetzt hier. Er weiß jetzt, wo ich bin, ungefähr, die ungefähre Richtung. Er wird jetzt wahrscheinlich trotzdem Richtung Cap rollen oder er wird mir jetzt entgegenfahren. Aber ich muss wieder weg. Ich muss wieder meine Position wechseln, weil er jetzt weiß, wo ungefähr wo ich bin. Er kann mich zwar nicht spotten, da hat er keine Chance, aber er weiß ungefähr, wo ich bin. Und ich muss wieder komplett woanders hinfahren, dann wieder eine Position finden, wo ich ihn outspotten kann und dann eine geben kann. Also jetzt hat er auch nicht mehr die Chance, wirklich den First Shot oder so, also wenn ich ihn jetzt zuerst sehe und schieße, dann ist er weg, weil er hat jetzt nicht mehr die HP, um noch einen Schuss. Genau, jetzt fährt er in den Cap. Ich bin auch gerade an seinem Cap. Bin extra nicht durch den Cap gefahren, weil mein Plan war es nicht zu cappen. Ich hätte hier vielleicht hier auch cappen können, hätte aber auch, dann wären wir fast gleichzeitig wir wären fast gleichzeitig in den Cap. Im schlimmsten Fall wäre es ein Draw gewesen. Im besten oder im noch schlimmeren Fall hätte er 5 Sekunden mehr früher gecappt und dann hätte er es sogar gewonnen. Also dachte ich mir, okay, der Panzer ist. Der UDES ist Gott sei Dank viel, viel mobiler als ein Stritzwagen S1. Fährt irgendwie 70 oder so. Das heißt, ich kann locker wieder zurückfahren, ohne Probleme.
Aber ich fahre extra den anderen Weg zurück. Also ich komme von der anderen Seite, von der, wo ich ihn zum letzten Mal beschossen habe. Weil er weiß ja ungefähr, wo ich geschossen habe. Das heißt, er wird nicht damit rechnen, dass ich mit Fullspeed den ganzen Weg wieder zurückfahre. Ja, ich habe ja schon, wie gesagt, schon mal vier oder drei, vier Tanks gedecapped. Jetzt muss ich ihn auch noch decappen, damit ich auch diese Medaille wirklich safe bekomme. Ja, zum vierten Mal decappen bei 99% habe ich ja schon zweimal gemacht. Oder zum dritten Mal jetzt dann. Jetzt wird es auch langsam knapp 30 Sekunden, aber ich will wieder genau dieselbe Position hier oben anfahren. Jetzt muss ich mir wirklich, muss ich richtig Gas geben. Jetzt habe ich hier oben erstmal geguckt, ich kriege ihn auf, habe Angst gehabt, dass er mich auch sieht oder blindet. Ich habe mich nicht getraut, jetzt wirklich da was zu machen. Ich habe gedacht, dass er mich gleich. Habe da richtig Angst gehabt, dass jetzt ein Blindshot kommt, okay. 12 Sekunden, ich nehme mir extra die Zeit, ich habe wirklich die Zeit komplett genutzt. Und zack, durch die Schiene wieder oder durch die Waggons und kill ihn mit 93 Cap Points. Und gewinnt es noch. Achter Kill. Okay, Damage ist jetzt nur 4000, was ich sehe, und für 4600 combined. Aber 8 Kills und ja, drei oder nee, viermal mindestens gedecapped, sonst gibt es die Medaille nicht. Langledemedaille, keine Ahnung, lang irgendwas. Also besser konnte ich es da wirklich nicht mehr machen. Also ich wüsste nicht, wie es hätte anders machen sollen. Draw wäre möglich gewesen. Ja, ich hätte es immer drawen können, aber ich wollte es gewinnen. Und ich meine, wenn man überlegt, was am Schluss vom Gegner noch gelebt hat, der Stritzwagen, der Scorpion, der AMX M4 oder was, das waren drei. Also es waren jetzt keine Kolobanovs, es waren nur drei, die gegen die ich gespielt habe, aber trotzdem.